Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu Dying Light 2 Stay Human. Ja, zwischen der letzten Aufnahme und dieser ist ein neuer Patch erschienen, auch mit neuem Content. Das erste Kapitel, irgendwas mit Nightrunnern und so weiter. Ja, müssen wir gucken. Erstmal steht sowieso das Hauptspiel an. Und dann gucken wir mal, ob wir den Rest auch angehen. Nicht übel. Wo ist das Fischauge? Die Kantine ist da, im Stadtzentrum, hinter der Giftmüllhalde. Na, ich muss dahin. Pech gehabt. Der einzige Weg führt durch den Tunnel. Sie beschützen ihn, als wäre es ein Portal nach Valhalla. Fast unmöglich, da durchzukommen. Ob er uns helfen kann, dahin zu gelangen? Wir hoffen es mal, oder? Kannst du mir helfen? Offensichtlich kennst du dich in der Stadt aus. Ich habe hier schon gelebt, bevor die Welt den Bach untergegangen ist. Ich könnte helfen. Aber du brauchst einen Biomarker. Ohne kommst du nicht weit. Dann gib mir doch einen. Woher kommst du? Von ziemlich weit her, oder? Ungefähr 2000 Kilometer. Oh, scheiße. Wie zum Henker hast du dich noch nicht infiziert? Glück. Oh, ganz einfach. Hab mich nicht beißen lassen. Oder das. Hier ist es anders. Hier ist jeder infiziert. Schon von Haran gehört. Velidor wurde auch isoliert. Sie haben Mauern gebaut, uns eingesperrt. Aber genau das hat uns gerettet. Und woher bekommt man einen Biomarker? Ah, die kriegst du nicht. Außer man kennt die richtigen Leute. Und das tue ich. Gehen wir. Na, das ist doch praktisch. Ach, übrigens, ich bin Hakon. Ich nicht. Ich bin Aiden. Schön, dich zu treffen, Aiden. Willkommen im Paradies. Na, dann will ich die Hölle nicht sehen, wenn das das Paradies ist. Aber das ist doch schon mal gut. Wir kennen jemanden, der jemanden kennt. Der, Moment, was für ein erweiterter... Ach, da steht dann das Ziel nochmal, oder was? Immer stärker Story-Quest, um in der Stadt zu über... Ja. Gut, wir folgen einfach Hakon. Aber dieses, ich kenne jemanden, der jemanden kennt. Und der kann dies und das besorgen. Ne? Also, erinnert mich an so einen gewissen Anwalt aus Breaking Bad. Ich war beim Militär. Er kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. 7 Jahre lang. Hat mir sogar gefallen. Außer wenn nicht. Wurde wegen Befehlsverweigerung rausgeworfen. Was? Und die haben mein Konto... Befehlsverweigerung? Gleich als aufs Maul. Autsch. Wie tief die Mächtigen doch gesunken sind. Wenn wir mal ehrlich sind, bei manchen Befehlen denkt man sich doch auch irgendwie, die würde ich auch nicht annehmen. Knack. Also... Du bist so schwach. Ohne Hemmstoff hältst du nicht lange durch. Ich muss mich Hab echt noch an... Habe ich nicht zerschlagen, als du mir das letztes Mal gegeben hast? Das war nur das erste Mal. Aber es wird besser, wenn du überlebst, versteht sich. Ja, nee, sollte... Ja, du bist ein Witzbold, Alter. Jetzt, wo ich wieder am Kletter... Sag mal, an die Leiter sollst du. Also, warum hilfst du mir? Ich weiß, dass die Leute in der Regel Angst vor euch haben. Aber mir hat ein Pilger mal das Leben gerettet. Ich war mal ein Pilger. Jetzt bin ich infiziert. Reisen wird in Zukunft sehr viel anstrengender. Dann Ach, wir sind doch alle lieb und nett. Neubeginn, mein Freund. Sieh dich um. Das sind Schatzkisten. Meist ist da echt gutes Zeug drin. Schau's dir an. Ich warte. Okay. Es... Dachhaine. Halten Sie beim Durchqueren von Wildor nach Dachhainen Ausschau. Stellen mit dichtem Pflanzenwuchs, erkennbar an großen gelben Bäumen. Sie sind eine gute Quelle für Honig, Kamille und andere Ressourcen, die Sie zur Herstellung von Arznei und anderen Verbrauchsgegenständen verwenden können. Bei Bedarf besteht auch die Chance, dort ein paar vergessene Waffen zu finden. Ja, Bedarf nach Waffen haben wir immer. Ja, hier ist ein bisschen was. Was haben wir hier noch? Stofffetzen. An Orten wie diesen wird oft einiges versteckt.
falls es jemand nicht vor Einbruch der Dunkelheit abgezogen. In einen Bunker zurückschafft. Noch mehr Teile. Was haben wir dann hier noch? Was ist das? Was? Kristalle. Die hat wohl jemand hier versteckt. Die entstanden nach dem Abwurf der Chemikalien. Manche glauben, sie verzögern eine Infektion. Dummer Aberglaube. Du sammelst sie also nicht ein? Doch, klar. Abergläubische zahlen sehr gut dafür. Arsch. Und Geld nehme ich ja immer gerne. Es gibt eine besondere Kiste, auf die ich abgesehen habe. Komm mit, ich zeig's dir. Ist ja gut, nun lass mich doch hier erstmal in Ruhe weitergucken. Ich glaube, die Leute, die das hier versteckt haben, die könnten eventuell ein bisschen sauer sein, wenn man denen ihr Zeug hier abzieht. Andererseits ist das doch deren eigenes Risiko, oder? Ich meine, in so einer Welt weiß man, hier kommen bestimmt auch andere Leute hin. Und die werden das dankend annehmen. So, ich gucke gerade mal nach, ja, ich müsste wieder ein bisschen was... nein, nicht genug Kamille. No! Interessante Musik. Die klingt mir für so eine Apokalypse zu fröhlich. Was haben wir hier? Ein Wandgemälde. Ja, ich male auch gern untote Mädchen. Ihr nicht? Oh Gott. Oh, was haben wir da doch? Noch ein Gemälde. Okay, Kamille wächst wohl eher nicht auf Dächern, hä? Stopp! Ja, ist ja gut. Hm? Hier also eine Armee? Die Peacekeeper. Die behandeln die Leute auch so. Hüte dich vor denen. Die bewachen den Tunnel, durch den du willst. Über die würde ich gerne mehr wissen. Erzähl mir mehr über sie. Sie betrachten sich selbst als rechtschaffene Beschützer. Sie sind gut im Töten von Infizierten. Das muss man ihnen lassen. Sehr effektive Killer. Ja, aber diese Rechtschaffenheit hat einen Preis. Vergiss das nie. Entweder du hältst dich an ihre Regeln oder du bist erledigt. Dieser Schutz für den Bazar fühlt sich mehr wie eine Besatzung an. Na klasse. Aber es kommt mir bekannt vor. Ich habe so ein paar harte Kerle getroffen, die von der neuen Ordnung gesprochen haben. Aber sah für mich genauso aus wie der alte Scheiß. Ja, hier ist es genauso. Und die PKs werden schlimmer. Ich behalte sie im Auge. Ich werde vorsichtig sein. Gut, auch wenn das vielleicht nichts bringt. Die PKs sind ätzend. Bringen ziemliche Unruhe in den Bazar. Der Bazar ist ein Pulverfass. Ein kleiner Funke genügt und es geht hoch. Dann sollten wir da wohl vorsichtig sein oder so. Du wolltest mir etwas zeigen. Oder so, haha. Mir nach. Und warte mal auf mich hier. Mein Opa hatte mal gesagt, ein alter Mann ist kein D-Zug. D-Züge gibt's die heutzutage eigentlich noch? Ich meine, so in Zeiten von Intercity und Intercity Express, also... D-Zug, den Ausdruck habe ich auch ewig nicht mehr gehört. Schnell, 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 schnell! Boah, Alter. Das wäre jetzt nicht so gut gewesen, jetzt nochmal abzustürzen. Oh oh. Ich habe da schon einen gesehen. Hey! Fast da. Hoffentlich erwartet uns keine Überraschung. Ich habe mich durch das Fenster angegrabbelt, Alter.
Ja, ach was, Hakon! Schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Es wird dunkel. Und im Gegenzug holen wir uns. Und Wasser ist nass, hättest du nicht gedacht, hä? Scheiße. Fuck. Diebe. Warte. Nein, nein, lass nur. Wenn du an dem Schloss rumspielst, ist eh alles für den Arsch. Ach was. Reicht das für einen Biomarker? Wo hast du das denn her? Ich kenne diese Stadt besser als die meisten, aber selbst ich habe seit Jahren keine funktionierende GRE-Ausrüstung mehr gesehen. Wir sagen ihm die Wahrheit, weil wenn er uns helfen will, sind wir mal so fair. Kann nicht viel dazu sagen, aber Dylan, ein ehemaliger GRE-Wissenschaftler, hat's mir gegeben. Ein Typ namens Waltz hat ihn getötet. Bevor er starb, hat er mir den Schlüssel gegeben, damit Waltz ihn nicht bekommt. Scheinbar enthält er viele wichtige Informationen. Ich hoffe, ich finde mir am Fischauge heraus. Wir werden's ja sehen, stimmt's? Oh oh. Scheiße! Wir haben zu lange gebraucht. Plan B, lauf um dein Leben. Ja, okay, aber... Das könnte wirklich... Oh, nee. Er kriegt wieder seinen Affen. Aiden! Bist du da? Mir geht's gut, glaube ich. Wir brauchen eine UV-Lampe. Der Bazar. Das können wir schaffen. Mir nach. Beeilung! Hat er nicht vorhin noch vor dem Bazar gewarnt? Aber... Das ist gut zu wissen. UV-Licht ist nachts ein Symbol der Sicherheit. Das haben wir ja schon andeutungsweise so ein bisschen gesehen. Na, was heißt andeutungsweise? Das haben wir gesehen. Bietet halt Schutz, ne? Also, und mit der R3-Taste, ich nenne das einfach R3, rechten Stick drücken, können wir auch noch sowas... Ja, da vorne. Geronimo! Knack. Ja, schön, dann sind sie halt in der Nähe. Mehr als laufen kann ich doch auch nicht. Ruth's Goodies, Bazaar. Ach nee. Moment mal. Lagerfeuer? Nee, 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 nee. Das ist jetzt vielleicht keine so gute Idee. Da drüben, zum Licht. Ich dachte gerade erst, hey, was ist das? Hörst du das? Ja, ist ja gut. Wir sind fast da. Ja, ist ja gut. Jetzt Moment. Hm? Was? Noch ein kleines Stück? Ja, knapp 20 Meter waren es gerade noch. Ha. Hakon, Na los, macht auf, schnell! Hakon, da kommt ein Heuler. Scheiße. Oh Gott. Biomarker. Keine Zeit, uns hängt ein Heuler am Arsch. Biomarker. Hörst du nicht, hinter uns! Ich sagte Biomarker. Hier. Und seiner? Er gehört zu mir. Ich muss seinen Biomarker sehen. Lass uns wenigstens sehen. Scheiß Regeln. Ich muss seinen Biomarker sehen. Wie wär's mit Elektronik, hä? Die gute alte Bestechung hilft diesmal wohl nicht. Mach auf! Fuck. Ohne das UV-Licht. Ja. Ja, okay. Die Jagd hat begonnen. Geh weg! Schnell! Sie haben uns gleich! Oh Mann. Dreh dich nicht um! Lauf! Leute, ich wäre so aufgeschmissen in so einer Zombie-Apokalypse. Also wenn sie jetzt so wäre wie in Dying Light 2. Weil, naja, ich bin nicht unbedingt der sportlichste Typ. Besonders nach der Sache mit der Sepsis. Oh. Nee, also ich würde da sang- und klanglos untergehen. Es sei denn, ich habe die richtigen Waffen. Killian, ich bin's. Mach auf. Keine Freunde hier, was? Killian, lenk sie ab. Killian, Mensch, Killian, mach schon. Killian, ich
hoffe, du stolperst morgen früh über meine Leiche und verreckst! Ja, toll. Halt sie auf! Na, dann wollen wir mal. Das war ein Zombie-Kopf. Das war noch ein Zombie-Kopf. Ja, und schön runterfallen. Knack. Scheiße, das sind ganz schön viele. Oh! Wo kam der denn her? So, Ausdauer. War im Arsch. Das glaube ich nicht. Gerade so. Alter! Darf man hier mal in Ruhe Leichen plündern? Nein, natürlich nicht. Der nächste, bitte. Alter. Waren das alle? Glaub schon. Hilf mir. Ja, darf ich jetzt erstmal zu Ende plündern? Das ist wichtig. Du weißt ja nie, was man bei den Viechern findet. Ja, Reis. Wer kennt's nicht? Ein Zombie hat Reis bei sich. Grundsätzlich immer. Ich höre immer noch welche grunzen, also. Dieses Bild von den zwei Katzen. Wir sind sowas von am Arsch. Oh ja. Und wieder mal gerettet vom UV-Licht. Killian, hättest ruhig noch warten können. Ich wollte aber morgen früh nicht eure Eingeweide von meiner Türschwelle kratzen. Sie sind abgehauen, das könnt ihr jetzt auch. Oh, komm schon. Jetzt sei nicht so ein Arsch. Schau mal, hier. Woher hast du... Das ist selten. Lass uns rein, oder es wird noch seltener. Und wer ist das? Jedenfalls nicht David Hasselhoff. Genau. Wenn du uns reinlässt, findest du es raus. Flache Atmung, geweitete Pupillen, schwitzt wie ein Schwein. Du bist davor, dich zu verwandeln und kommst hierher? Ich brauche nicht mal deinen Biomarker zu sehen. Na, du siehst so viel. Warum tust du dann nichts dagegen, ha? Außerdem habe ich keinen Biomarker. Früher hat mir den Leuten geholfen, Killian. Ja, und jetzt denkt jeder an sich. Du bist neu hier, stimmt's? Wie bist du in die Stadt gekommen? Ich erzähle dir alles, wenn du uns reinlässt. Taxi genommen, blöde Frage. Ich hab mal auf einen Pilger gewartet. Er sollte... Ach, vergiss es. Ist jetzt egal. Was hast du vor, Harkon, ha? Ich hab ihm Hemmstoff gegeben, er hat überlebt. Bist du wahnsinnig? Er braucht einen Biomarker. Hab keinen. Blödsinn. Wirklich. Oh Mann, du Arsch. Ins Krankenhaus also. Das wollte ich uns ersparen. Immer auf der Suche nach dem einfachsten Weg, was Harkon? Ich brauche nur eine UV-Lampe. Ich komm zurück. Halt die Stellung. Harkon, warum hilfst du ihm, ha? Wir haben Leuten doch immer geholfen. Ich? Natürlich. Aber du scheinbar nicht. Bleib hier bei der Lampe und ruh dich aus. Und hör nicht auf diesen Idioten. Also, ich weiß nicht, aber irgendwie bin ich ungern mit diesem Kerl alleine. Erinnerst du dich noch an die Zeit, als wir den Leuten noch geholfen haben? Klar erinnere ich mich, Idiot. Naja. Gut, Ja, tu mich auch jetzt. Also ich würde sagen, was nun hinter Cillian oder Killian steckt, finden wir dann im nächsten Part heraus. Haut rein!